liebe Busfreunde, die Bustouristik Scherzer ist wieder in Berlin. Ich freue mich, Herrn Benedikt Esser wieder zu treffen, RDA-Präsident. Herr Esser, wir sind zum vierten Mal da. Wir waren das letzte Mal gemeinsam hier 17. Juni. Und da sind wir doch eigentlich mit einem kleinen Teilerfolg nach Hause gefahren. Aber Sie haben damals schon gesagt, das wird nicht reichen. Jetzt sind wir wieder da, weil die Not wirklich extrem ist. Wie ist die aktuelle Situation? Wo kann man jetzt ansetzen? Also ganz aktuell haben wir heute 13 Uhr. Die Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten wird einen Lockdown beschließen in irgendeiner Form. Und wenn man das dem Glauben schenken darf, was man heute Morgen schon lesen konnte, dann wird es bis zum Ende des Monats nicht viel mehr passieren. Man wird eher einen harten Lockdown machen als einen schwachen. Und das wird dazu führen, dass wir eben umsatzlos im November sein werden, die Weihnachtsmärkte zur Absage kommen und so weiter. Also wir sehen, dass ein ganz, ganz fürchterlicher Winter auf uns zukommt. Die Unternehmen wissen jetzt schon nicht, wie sie alles bezahlen sollen, was jetzt noch an Leistungen zu bezahlen ist für die Autos und so weiter. Und dazu gesellt sich jetzt noch die Ungewissheit über den Winter, über den Lockdown und wie läuft es nächstes Jahr überhaupt weiter. Es ist eine große, ja, existenzielle Notstandslage überall. Und wir haben jetzt auch durch den Lockdown, wie wir es auch schon geschrieben haben, eine Situation, wenn wir was machen, machen wir es jetzt. Ja. Das Haushaltsjahr wird Ende des Monats abgeschlossen, finale Beratung. Wir müssen auf den Haushaltszettel, wir müssen unsere Forderungen stellen. Dafür sind wir hier, dafür kämpfen wir. Und es kommen auch viele Busse. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass wir am Donnerstag ja angefangen, dass hier 95 Busse schon angemeldet sind. Es fahren auch gerade Busse ein. Wir sind hier zusammen mit der Veranstaltungswirtschaft. Hier sind die ganzen Trucks von den Veranstaltern. Das wird in meinen Augen kräftig sein. Und das Signal müssen wir bringen. Ich habe vorher im Gespräch noch vernommen, ein Ansatz ist, dass die Busunternehmer pro Monat 60 Millionen Euro mehr oder weniger an Tilgung bezahlen müssen an ihre Banken. Ja, ganz fürchterlich. Also wir haben laufende Finanzierungsverträge, ob es Finanzierungsverträge in Form von Leasingverträgen sind oder Finanzierung in Form von Betriebsmittelkrediten oder normalen Krediten, betrieblichen Krediten. Diese Verträge werden von den Banken ja jetzt nicht mehr alle ausgesetzt. Die wollen ihr Geld zurück. Und wo sollen wir das denn hernehmen, wenn wir umsatzlos sind? Vollkommen ausgeschlossen. Das heißt, wenn der Staat sagt, ihr müsst die Fahrzeuge jetzt stilllegen, wir müssen Infektionsschutz machen, dann müssen wir auch das Geld dafür bekommen, dass wir das leisten können. Es kann doch kein Infektionsschutz stattfinden auf dem Rücken der Mittelständler, die ohnehin schon gebeutelt sind. Vollkommen ausgeschlossen, da muss man demonstrieren. Das ist ein gutes Recht, gehört zur Demokratie dazu und wird auch verstanden von der Politik und muss auch gehört werden. Ja. Wir fragen mal nach, es sind ja viele Arme dran, mit der Bundesregierung auch zum Thema der Bustouristik Gespräche zu führen. Wer verhandelt eigentlich derzeit wirklich mit der Bundesregierung, wenn es um die Bustouristik geht? Also die Haupthilfen werden im Bundeswirtschaftsministerium verhandelt. Da sind die 22 Milliarden Euro, die sind noch übrig. Da geht es um Überbrückungshilfen 3 aktuell. Und Sie können sich das ja, jeder kann das ja auch im Internet nachschauen. Es gibt im Bundeswirtschaftsministerium Tourismusbeirat, der berät in Tourismusfragen den Minister. Da gibt es eine Liste derer, die dort im Tourismusbeirat aktiv sind, die berufen wurden. So, und die verhandelt im Zweifel auch mit dem Minister, wenn es jetzt um die Überbrückungshilfen 3 geht oder mit den Staatssekretären. Teilweise bilateral, teilweise in Verbandsrunden. Ich war noch am Donnerstag in der Verbandsrunde mit dem Minister und ich war am Freitag noch in der Runde auch mit dem Staatssekretär. Das heißt, da wird aktuell verhandelt. Man hat auch verstanden, durch den aktuellen Lockdown, wir müssen mehr machen. Ich erkenne da auch Bewegung, sind alles vertrauliche Inhalte. Aber umso wichtiger ist es, und die Verbände, die auch in diesen Runden sind, sind auch alle jetzt hier und demonstrieren für die Tourismuswirtschaft. Es kommt jetzt darauf an, dass wir Gehör finden. Ja. Und wir sehen jetzt ja heute eine Demonstration, nicht so wie am 17. Juni, die nur aus dem Busunternehmer bestanden hat, sondern heute ist die Veranstaltungsindustrie da, die Schausteller sind da, ja. Hotellerie, Gastronomie ist da. Also das ist ein deutliches Zeichen. Wenn jetzt nicht noch was kommt, dann ist der Winter für viele der letzte Winter, den sie haben werden. Ja, wir reden über die besonders betroffenen Branchen. Wir reden über die Branchen, die keine andere Wahl haben, die jetzt einfach direkt und unmittelbar durch die Branche betroffen werden. So, und die brauchen besondere Hilfen, besondere Unterstützung. Mehr als andere Branchen. Wir sind keine Spielzeughersteller, wir sind auch kein Lebensmitteleinzelhandel. Die können das alles irgendwie anders wegfedern, wir nicht. Okay. Herr Esser, ich gehe jetzt davon aus, dass wir am 17. Juni als Gewinner von Berlin wieder abgereist sind, auch mit einem kleinen Paket. Vielleicht schaffen wir es diesmal wieder. Wir kämpfen drum, ja. Ich bedanke mich fürs Gespräch und ich wünsche heute uns allen viel Erfolg und auf die Bustouristik. Danke, dass es weitergeht. Danke. Danke. Ja.